Wenn du gerne wissen möchtest, wie du in Chris Academy kollaborativ arbeiten kannst, dann schau dir dieses Video an. Mein Name ist Robert von Chris Academy und ich möchte dir zeigen, wie du Inhalte gemeinsam mit Lehrenden und Lernenden erstellen kannst und diese über den Kursmarkt allen Lehrenden oder nur von dir ausgewählte Lehrende zur Verfügung stellst. Du findest Informationen zum kollaborativen Arbeiten, wenn du auf unserer Website chrisacademy.de bist, dann auf den Bereich Informationen gehst, auf Tipps und in dieser Übersicht den Reiter kollaboratives Arbeiten auswählst, dann gelangst du zu dieser Seite. Die erste Frage, die sich stellt, ist, wie können Inhalte in Chris Academy gemeinsam erstellt werden? Hierfür muss zunächst unterschieden werden, ob Inhalte gemeinsam mit anderen Lehrenden oder mit Lernenden erstellt werden sollen. Beides ist grundsätzlich möglich. Um Inhalte gemeinsam mit Lehrenden zu erstellen, gibt es unterschiedliche Wege. In einem gemeinsamen Account können mehrere Personen parallel arbeiten. Das hat natürlich Grenzen und bringt Vor- und Nachteile mit sich. Grenzen sind beispielsweise, wenn parallel Live-Quiz durchgeführt werden sollen. Achte bitte auch darauf, wem du die Zugangsdaten gibst, da Personen mit diesen Inhalte erstellen, verändern und löschen können. Tipp: Du kannst Inhalte in einem Account regelmäßig durch einen Export von JSON-Dateien sichern. Du findest diese Möglichkeit, wenn du auf den Kurs klickst, dann auf die drei Punkte und auf JSON herunterladen. Wenn du den Zugriff für Personen sperren willst, dann ändere das Passwort und gebe dieses nur an Personen weiter, die den Account auch verwenden sollen oder dürfen. Ob du mit einem zentralen Account arbeitest oder mit einem eigenen Account. Wenn du deine Zugangsdaten nicht weitergeben möchtest, kannst du auch unsere Excel-Templates verwenden, um außerhalb von Chris Academy Inhalte zu erstellen und dann später in deinen Account zu importieren. Du findest eine Anleitung sowie ein Video in diesem Textfeld. Ich möchte dir in aller Kürze zeigen, wie du mit dem Excel-Template arbeiten kannst. Zuallererst brauchst du die Templates. Du findest diese im Download-Bereich und hier ist ein Link dazu hinterlegt. Wir unterscheiden zwischen Templates für Quizfragen und Karteikarten. Das ist wichtig, da die Templates unterschiedliche Tabellenköpfe haben, die nicht verändert werden dürfen. Ich zeige dir einmal das Beispiel mit Quizfragen. Ich öffne also das Template und wie gesagt, der Tabellenkopf, das ist die erste Zeile, darf nicht verändert werden. Du kannst nun diese Excel-Tabelle an andere Lehrende oder Lernende senden. Diese können sie entsprechend bearbeiten, dir zurückschicken und dann kannst du ganz einfach die Inhalte kopieren. Ich habe jetzt hier Steuerung C gedrückt. Nun gehe ich in mein CMS, logge mich ein, gehe in den Kurs, in den ich die Inhalte importieren will. Und nun ganz wichtig, der Import erfolgt nicht in der Quiz-Ebene, sondern in der Quiz-Fragen-Ebene. Das heißt, erstelle ein Quiz oder gehe in ein Quiz rein. Und nun bist du in der Fragen-Ebene und hier kannst du über das Plus und Fragen aus Tabelle CSV deine Inhalte importieren. Füge sie zunächst in die Tabelle ein, indem du in die erste Zelle reinklickst, Steuerung V drückst und nun hast du die Inhalte erstmal in der Tabelle. Hier nochmal ein Hinweis, du findest auch die Download-Dateien noch einmal in dieser Übersicht. Klicke nun auf Nächste. Nun gelangst du zu einer Übersicht, in der du noch einmal die Quizfragen dir anschauen und gegebenenfalls korrigieren kannst. Wenn alles okay ist, dann bist du in der Übersicht. Und nun kannst du über den Button Jetzt importieren die Inhalte auch in deinen Account und in dieses Quiz importieren. Wie gesagt, kannst du das Template auch verwenden, um mit Lernenden gemeinsam Inhalte zu erstellen. Und als Tipp können wir dir mit auf den Weg geben, bitte gib Leitplanken vor, insbesondere wenn du mit Lernenden arbeitest. Das heißt, definiere einen Kurs und in diesem Kurs die Kapitel. Das bedeutet Quiz- und Karteikartenstapel. Und gib dann für die einzelnen Kapitel einzelne Templates raus, die dann von deinen Lernenden oder auch von anderen Lehrenden bearbeitet werden können.
Wie kannst du Lehrende noch mit in die Inhaltserstellung mit einbeziehen? Das geht, indem du einen Kurs erstellst, diesen veröffentlichst und die Lehrenden innerhalb ihrer Apps eigene Karteikarten und Quizfragen erstellen können. Diese Karteikarten können dann bei Bedarf an die Lehrkraft gesendet werden. Die Lehrkraft erhält eine entsprechende Information im CMS und kann die Karteikarten prüfen und gegebenenfalls für alle Lernenden freigeben. Eine weitere Möglichkeit, die Qualität innerhalb eines Kurses zu erhöhen, ist über die Kommentarfunktion. Über die Kommentarfunktion können jederzeit durch die Lernenden in einem Kurs Fragen oder Karteikarten kommentiert werden. Diese Kommentare werden dann ebenfalls im CMS bei dem Lehrenden angezeigt. Dieser kann die Kommentare sich anschauen und die Inhalte gegebenenfalls überarbeiten. Kommen wir nun zu dem Bereich, wie die erstellten Inhalte verbreitet werden können. Dies geschieht über unseren Kursmarkt. Der Kursmarkt bietet die Möglichkeit, auf betreute Inhalte von Kursmarktmanagern zuzugreifen. Dadurch werden Redundanzen vermieden, da nicht unzählige Kopien von Inhalten erstellt werden. Im Kursmarkt kannst du entscheiden, ob du Inhalte allen Lehrenden zur Verfügung stellen möchtest oder nur von dir ausgewählten Lehrenden. Um eine entsprechende Qualität im Kursmarkt zu gewährleisten, muss die Rolle des Kursmarktmanagers bei Quiz Academy beantragt werden. Dies geschieht über eine E-Mail-Anfrage. Nach einer erfolgreichen Prüfung erhältst du eine Information per E-Mail, dass du Inhalte nun über den Kursmarkt veröffentlichen kannst. Ich möchte dir nun im CMS zeigen, wie du Kurse im Kursmarkt freigeben kannst. Logge dich mit deinen Zugangsdaten in das CMS School oder University oder Business ein. Klicke in der linken Menüleiste auf Inhalte. Gehe mit dem Mauszeiger über den Kurs, welchen du freigeben möchtest, und klicke auf den Bearbeiten-Stift. Es öffnet sich die Kursdetailansicht. Klicke in dieser auf Freigabe im Kursmarkt. Hier hast du nun die Möglichkeit, den Kurs allen Lehrenden freizugeben oder nur von dir ausgewählten Lehrenden. Ganz wichtig, wenn du deine Auswahl getroffen hast, speichere bitte den Kurs, damit dieser auch im Kursmarkt verfügbar ist. Kurs nur ausgewählten Lehrenden freigeben. Der Zugriff erfolgt immer über eine Anfrage des Lehrenden, Anfragender im Kursmarkt. Entweder sucht der Lehrende im Kursmarkt nach dem Kurs. Mein Kurs heißt hier Business Edition Beispielkurs. Das bedeutet, als Interessent oder Lehrender kann ich mich ganz einfach im CMS einloggen und im Kursmarkt nach Kursen suchen. Das Schloss zeigt, dass dieser Kurs nur nicht für alle Lehrenden freigegeben ist und ich kann über das Plus und über Importieren eine Anfrage bei dem Ersteller stellen. Eine zweite Möglichkeit ist es, Interessenten direkt eine Information zukommen zu lassen, dass ein entsprechender Kurs im Kursmarkt verfügbar ist. Denn die Anfrage erfolgt immer über den Kursmarkt. Das heißt, ich kann diesen Link Interessenten zukommen lassen, beispielsweise über ein Template. Das sieht so aus. Natürlich kann man das bearbeiten, aber es enthält eigentlich alle relevanten Informationen, auf den Kurs zuzugreifen. Das kann ich verschicken und der Interessent bekommt eine Information, dass er über diesen Link auf den Kurs zugreifen kann. Er kann nun diesen Link nehmen und ganz einfach in einen Browser eingeben und direkt die Anfrage zum Kurszugriff stellen. Wenn diese Anfrage gestellt ist, dann bekommt ihr eine Information, A, über E-Mail, da man nicht davon ausgehen kann, dass ihr permanent natürlich im CMS seid. Das heißt, ihr werdet per E-Mail benachrichtigt, dass eine Anfrage da ist. Hier kommt sie auch schon rein. Und im CMS bekommt ihr die Information in dem Kurs, und zwar unter Kurs freigeben, dass ein Nutzer angefragt hat. Ihr könnt nun entweder die Anfrage ablehnen oder annehmen. In beiden Fällen bekommt der Anfragende eine Information. Und wenn ihr die Anfrage annehmt, dann kann der
Anfragende das nächste Mal nach dem Einloggen in das CMS direkt in seinem Account auf den Kurs zugreifen.